Zauberdrops sind gut, um die Energie zu steigern. Das ist gut zu wissen. Jawohl. Haben wir wieder irgendwas Tolles freigeschaltet, irgendein Zauberbuch. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt den Zauber auch so. Das Aqua Erupto Zauberbuch. Klasse! Das Aqua Erupto Zauberbuch, holy shit! Neue Level. Okay, das war ein schneller Level. Ja, perfekt. Ja, ich bin ein Noob. Ein Noob im Zaubern, ich weiß es doch. Ist ja gut jetzt. Null neue Karten. Oh. Oh. Nur einer der Champions kann das Trimagische Turnier gewinnen. Dieser Champion muss drei sehr gefährliche Aufgaben überstehen. Eure drei Champions sind Victor Krug, Fleur Delacour und schließlich Cedric Diggory. Harry Potter. Oh mein Gott. Ja, ne? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass da so viele Cutscenes drin waren. Meine Güte. Okay. Lektion 2. Boah, das war jetzt so schnell, dann mache ich gleich noch Lektion 2 hinterher. Lektion 2. Ah, ich wollte sie ausprobiert haben, ne? Egal. Ich mein, oh, Harry. Harry ist cool. Ich werd auf jeden Fall auch mal alle die anderen Charaktere ausprobieren. Wenn du das Trimagische Turnier heil überstehen möchtest, empfehle ich, mit dem Sammeln von Trimagischen Schilden zu beginnen. Und genau. Vergiss nicht, immer wachsam. Genau. Ich soll irgendwelche Schilder einsammeln. Gut, dass du mir erklärst, was das zu dazu bedeuten hat. Die Feuer könnt ihr mit Aqua Erupto löschen. Wo ist denn Aqua Erupto? Bitte? Ah, C. Jetzt plötzlich ist C Aqua Erupto. Aqua Erupto! Ja, das ist gut ja gut gemacht. Gut gemacht. Christenkeks. Ah, da ist hinten so noch was, ne? Da, ganz hinten scheint auch noch. Okay. Wir haben es geschafft! Oh, ja, wir haben es geschafft. Die größeren Feuer könnt ihr nur zusammen löschen. Ja. Lol. Wir haben so einen kleinen, pisskleinen Zauberstab. So eine riesige Masse von Dingens kommt. Und irgendwie wird mein Strahl immer kleiner. Sehr gut. Kombi. Zack. Ja, das ist wieder eine geile Sicht. Ja, ne? Das wolltet ihr schon immer wissen, dass dieser Käfig leer ist. Oh mein Gott, wo ist eigentlich Hermine hin? Hermine hat sich in Luft aufgelöst. Kann ich jetzt nicht einfach Y? Ja, ich mach einfach. Wird der Frosch auch dadurch angezogen? Nee, ja, der haut ab. Natürlich. Harry, bist du verletzt? Weißt du, der bumst mich in das Ding rein. Sollte mich das Ding nicht eigentlich wegschubsen. Aqua Erupto! Aqua Erupto! Ja, komm. Nicht schlecht. Schön, alle Münzen. Nur Dinger zu mir. Noch ein Raum. Ah, an diese Kreatur solltet ihr euch eigentlich noch erinnern. Salamander! Das war in einem Teil davor. Komm, oi. Chillt mal down hier. Ey, willst du mal ein bisschen chillen hier? Gut so. Jetzt könnt ihr einen Fluch auf ihn anwenden. Okay, jetzt ist er grau und jetzt. Sehr gut gemacht, Ranger. Moment. Naja, das füllt unser Lebenslauf auf. Ich brauche es. Ist ja nicht so, dass der Typ mich gerade eben erstmal 3-4 Mal weggebunkert. Was zur Hölle? Ich hab keinen Bock mehr. Aqua Erupto! Mein Bein! Okay, es geht doch. Natürlich keine roten Boden für mich, ne? Für mich nicht. Für alle, aber für mich nicht. Ach, komm her. So, ich brauche Leben.
Belohnung herbeizaubern. Schon. Gibt es hier noch mehr? Schon. Ich will alles haben. Ja, das war schon klar. Gucken wir diese doch mal. Salamander sind eine Plage. Und sie haben mir ein Loch in die Hose gebrannt. Oh, armer Bonn. Ich kann anscheinend wirklich nicht die Dingens wechseln. Okay, dann muss ich das vor den Levels jeweils machen. Feuerstoß abwehren. Hm? So. Also. So ein Feuerstoß abwehren. Stirb. Oh. Aqua Erupto. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt machen müsste, weil eigentlich. Oh. Salamanderfeuer! OMG, OMG, OMG. Sehr gut, Granger. Ich hatte gehofft, dass du dich erinnern würdest. Lapifos! Ich glaube. Oh, warum ist das Tee jetzt zu einem Hasen geworden? Oh, das ist natürlich auch nicht schlecht. Der Hase explodiert. Ja, los, ihr beiden! Das klang irgendwie gerade nicht. Wow. Ja, bleibt da noch ein bisschen drin chillen, so. Macht mir auch immer Spaß in so. Dingens. Toller Zauber. Mhm. Jetzt zaubern einfach mal nichts. Da sind noch mehr von diesen. Nein! Was ist das denn? Sag mal, würdet du ihr beiden. Du erinnerst dich sicher noch an die Salamanderfeuer, Weasley. Du musst sie löschen, sonst spucken sie neue Salamander. Ja, genau. Die Dinger hier in der Mitte, die müssen wir. Moin, du schießt doch nicht. Müssen wir löschen, weil sonst gibt das Schiffbruch und. Warum feuert der Wichser eigentlich nur auf mich? Oh. Müsst ihr mal ein neues Ziel suchen. Aqua Erupto. So, das Feuer. Nein. Böse. Lapifos! Er hat mich verbrannt! Das ist sehr schön für dich. Nein! Ach, fick dich doch! XX! Das ist auch nicht schlecht! Was hab ich denn jetzt gemacht? Das ist, scheint ein bisschen zufällig zu sein, was dabei rauskommt. Noch mehr von den Viechern hier. Ja, hilft mir halt nicht, die Feuer auszumachen. Wie ich Moody kenne, lungert hier sicher eine ganze Horde rum. Wie du Moody kennst? Du kennst Moody aber ja nicht. Das ist das Problem an der Sache. Oh, hier ist schon aus. Hier ist auch schon aus. Ja gut. Dann machen wir das Riesenfeuer. Dafür brauche ich bestimmt wieder alle drei Fuzzis und keiner will kommen. Doch, jetzt. Na komm, Feuer, stirb aus. Was bringen dann die lila und blauen Münzen? Man weiß es nicht. Was? C. Hm? Ah. Bonn. Ach so, ich brauche Bonn gar nicht, oder? Nein, ich brauche Bonn nicht. Da reichen zwei aus. Das ist immer schneller. Wieder erfreulich zu wissen. Ja, Harry, schneller. Jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, wartet nur ein Salamander darauf, nein, zu stürzen. Dieses Mal ist es allerdings nicht scheiße. Nur einer, Ron. Ehrlich? Weasley, du wirst noch alles vermasseln. Wingardium Leviosa. Ja, mit den Steinen kann man die auch abbumsen. Ach komm, Moody, chill mal, ey. Ich mache die Feuer aus, während sich die anderen zwei um das Dingens kümmern. Das ist nicht mal wieder Gruppenteilung her. Ah ja. Guck da. Ausgezeichnet. Holt jetzt den Schild. So, hier kann ich mir nochmal das Leben drüber holen. Ja, oh. Hey, da ist ein Schild. Na, ah, wirst du wohl zu mir kommen. So, Shield. Ja, ich habe ein Shield und ich weiß nicht, was mir bringt, aber ich habe ein Shield. Tolle Zauber, perfekte Zauber. Kombi-Zauber, den Arsch. Perfekte Zauber, Kombi-Zauber. Tolle Zauber. Ja, ich bin irgendwie. Jetzt bin ich schon Anfänger, nicht mehr nur Beginner. Wow, wow, wow. Zauber, Zauber, Zauber. 14 neue Karten. What the fuck? Okay, jetzt gucke ich noch mal eben bei den Karten vorbei. Ob sie sich jetzt vielleicht irgendwas mal bei Ron bei Harry getan hat. Oh ja, tatsächlich. Und die kann man dann kaufen. Harrys Kraftleiste wird um. Ja, machen wir einfach mal.
kann man sich dann wahrscheinlich am Ende einfach aussuchen. Lustige Bildchen. So. Zack. So, das heißt, Harry hat schon mal 3 Karten. Das heißt, jetzt können wir Harry irgendwie tolle Sachen geben. Geil, ich habe nur noch 16 Münzen. Okay, Ron-Aufgaben. Gucken wir mal den Kreaturen vorbei. Die sind ja dann bestimmt jetzt auch. Oh ja. Das fand ich geil. Wo der so aufgeblasen wird. Oh. 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 Nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Das ist sowieso so geil gemacht. Din, 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 din. Okay. Dann würde ich sagen, kann ich das irgendwie speichern? Ach, der hat automatisch speichern gemacht, ne? Gut, dann würde ich sagen, abgeschlossen. Abgeschlossen? Ja, abgeschlossen. Gesperrt. Was ist denn das? Moody's Herausforderung, aha. Noch ein trimagisches Schild. Hogwarts Gelände. Okay, dann kommen wir wahrscheinlich so in Hogwarts rein. Ja, also cooles Spiel, auf jeden Fall. Ich freue mich schon drauf, das fortzuführen. Aber jetzt erstmal mache ich Pause. Weil, ja, irgendwann muss auch mal Pause sein. Außerdem habe ich jetzt auch nicht mehr so ewig viel Zeit. Das heißt, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Harry Potter und der Feuerkelch. Ich glaube, das Ding heißt so. Naja, ciao, ciao.